Heute geht es darum, wie du ein effektives, individuelles Training machen kannst, nur mit dem Ball. Lieber Scholli, du! Hallo Leute, willkommen bei 360 Football. Viele Leute haben uns auf Instagram geschrieben, wie wir trainieren. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie man ohne Equipment, ohne Trainingsmaterial trainiert. Ja, ich würde sagen, zeigen wir mal einige Übungen. Wie gesagt, ohne Trainingsmaterial, wenn du noch keines hast, kannst du mal so starten und dann weiterschauen. Alright. So, starten wir und wir zeigen euch ein komplettes Training mit allem drum und dran. Und am Anfang machen wir ein paar Ballhandling-Übungen, dass du richtig warm wirst. Mit diesen Ballhandling-Übungen kannst du gleichzeitig auch deine Technik trainieren. Das heißt, du wärmst dich nicht nur auf, sondern verbesserst dich auch noch effektiv am Ball. Das sind jetzt einige Beispiele von Übungen, aber du kannst sie natürlich noch weiter ausbauen. Okay, so, wir haben ein paar Ballhandling-Übungen gemacht, um richtig warm zu werden. Jetzt gehen wir aber weiter zur Ballkontrolle und Ballführung. Such dir bei diesen Übungen am besten eine Linie aus, damit du die Distanz richtig abmessen kannst. Ja, und dann geht es wiederum darum, viele Ballberührungen und die Übungen nachmachen. Let's go! Machen wir noch ein paar Zusatzübungen, damit du noch schnelle Richtungswechsel mit dem Ball machen kannst. So, wir haben jetzt viele Übungen gemacht. Ballhandling, wichtig für die Technik, Slalom, mit Stop and Go, alles drum und dran. Jetzt gehen wir zur Passübung. Wichtig, die erste Ballmitnahme und der Pass. Also, legen wir los mit der ersten Übung. Ihr spielt den Ball einfach flach, immer mit links oder mit rechts. Sucht hier eine Wand, um so viele Pässe wie nur möglich zu machen. Wichtig dabei, die erste Ballmitnahme und der Pass. Also so kannst du den Pass wirklich effektiv trainieren. Jetzt ist der wichtige Touch. Ja. So, ja, Ballkontrolle gemacht, Passübung gemacht. Jetzt kommen wir zu einem Schnelligkeitsteil. Es ist ganz wichtig, dass du zwischen den Sprints immer ganz erholst, 100% erholst, damit du nachher wieder Vollgas im Sprint geben kannst. Wir empfehlen dir, dass du etwa 4 Sprints pro Übung machst. Nicht unbedingt mehr, weil weil wir schon viele andere Sachen in diesem Training auch trainieren. So, jetzt kommen wir nun zum Ausdauerteil. Die Ausdauer ist sehr, sehr wichtig, damit du 90 Minuten im Spiel durchhältst.
Die Belastungszeit liegt bei 20 Sekunden 100% und dann erholt ihr euch 40 Sekunden. Diese Übung macht ihr 5 Mal, also das heißt wirklich 5 Minuten durchziehen. Als nächstes machen wir noch die wichtigsten Stabilisationsübungen, damit du stabiler wirst. Beim normalen Unterarmstütz kannst du mal mit einer Minute beginnen, dann seitlich je 30 Sekunden und hinten auch wieder 30 Sekunden. Aber wie gesagt, umso besser du wirst, umso längere Zeiten kannst du auch durchhalten. Okay, das Training ist schon fast komplett. Jetzt kommen wir aber noch zu den Abschlüssen. Also, let's go! Hier kannst du wirklich aus verschiedenen Positionen schießen, auch voll aus dem Lauf. Im Spiel ist es auch wichtig, schnell zum Abschluss zu kommen mit 100%igem Tempo. Und ja, hier siehst du einige Ideen. Allez, next one. Komm, haust den Ball ins Kreuz. Mein lieber Scholli, du. Uiuiui. So Leute, das war's mit dem Training. Ohne Equipment, ohne Ausrüstung. So kannst du wirklich starten, effektiv zu trainieren. Und ja, dann weiter auszubauen, mehr machen als die anderen, das ist ganz wichtig. Und als kleines Update noch, der Trainingsplan geht nicht mehr lange, wird wirklich krass. Wenn du wirklich der Beste sein willst auf dem Platz, dann musst du den Trainingsplan unbedingt anschauen. Ja, und wenn du weitere Updates zum Trainingsplan willst, Trainingstipps und vieles mehr, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link, da kannst du deine E-Mail angeben. Und ja, wir werden dich regelmäßig updaten, würde ich sagen. Ja, und von dem her, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alle. Ja, ich guck sie.